Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ihr fragt euch, hä, ist mein Abspielgerät kaputt? Nein, sage ich, es ist Batman, der hier sein Unwesen treibt. Wobei eigentlich nicht Batman, sondern Rana, denn das hier ist die Halloween-Edition der Rana Pasta Kürbis. Ja, und wie ihr seht, leuchtet es fröhlich und es wird auch schon ein bisschen weniger leuchterisch. Ich habe gerade mit meinem Licht für Videoaufnahmen das Ding angeleuchtet. Und dann leuchtet es super gut, aber nach einer Zeit verblasst es schon ziemlich schnell, wie ihr hier seht. Man soll es ausschneiden und seine Wohnung damit dekorieren. Ich möchte euch natürlich das Produkt selbst vorstellen und natürlich auch probieren. Doch dazu müssen wir es erstmal hell werden lassen. Und solange erfreuen wir uns jetzt hier noch einen kleinen Moment an dieser Pasta. Man könnte ein bisschen länger halten. Nicht an der Pasta, sondern an diesen Dingern hier, womit die man ausschneiden und seine Halloween-Party dekorieren soll. Klar. Stellt euch vor, ihr habt so diese Rana-Pasta-Packung, so klebt dann einfach so an der Wand oder sowas. So, die Nacht ist vorbei. Schönen guten Tag. Die Sonne scheint und wir gucken uns jetzt die Halloween-Kürbis-Rana-Pasta einmal im Detail an. Das Design, ihr habt bisher ja nur Leuchten gesehen, ist auch schön orange. Ich finde, das sieht ganz peppig aus im Regal. Gucken wir mal, wie die Zutaten sind. Und zwar, also ne, diese Flächen hier leuchten jeweils und eben auch dieser Schriftzug. Mach ein Foto und tagge Rana. Habe ich schon mal gemacht, haben sie ignoriert. Die Zutat, die dein Halloween so besonders macht. Schneide diese niedlichen Halloween-Elemente aus und dekoriere damit deine Halloween-Party. Genau, man muss das so ins Licht halten. Das reicht tatsächlich auch ein paar Sekunden, wenn man so wie ich eben so einen Strahler hat. Je nachdem, wie intensiv das Licht ist, desto schneller geht das. Hat echt geil geleuchtet, nur leider nicht sehr lange. 52% Füllung, da haben wir 45% Kürbispüree drin. Wir haben Sahne drin, Paniermehl, Pflanzenfasern zum Andicken. Wir haben Ricotta-Käse drin, das scheint so eine Standardmischung zu sein. Auch dieser Ricotta-Käse ist ganz oft bei denen drin. Mozzarella-Käse ist drin, nochmal Butter, Salz, natürliche Aromen, vermutlich Kürbisaroma. Und dann haben wir eben Eierteigwaren, Hartweizengrieß, Tomatenpulver und Eier. Tomatenpulver vielleicht so ein bisschen zum Färben, damit sie orange aussehen. Hier rechts habt ihr die Nährwerte, das ist klassisch. Passt da halt. So, ich habe jetzt mal ein paar hier fertig gekocht. Die anderen brutscheln da hinten, wie ihr vielleicht hört, in der Pfanne. Schließlich brauche ich mehr als diese 5 Stück. Also sehen das halt ein bisschen weich geworden. Wir gucken mal, wie sie innen drin aussehen. Da kommt dann so ein bisschen auch so diese Kürbisfüllung raus. Scheint relativ weich zu sein. Komm, wir drücken jetzt mal drauf. Sieht es nicht sonderlich ästhetisch. Aber da sieht man so ein bisschen, dass das so abgebunden ist auch, ja. Riecht tatsächlich auch ein bisschen tomatig. Und sehen einfach cool aus, ehrlich gesagt auch. Dann wollen wir mal sehen. Oh, das ist ein bisschen schief. Innen sind die sogar ein bisschen süßlich. Wahrscheinlich wie vom Kürbis inspiriert. So sowas wie Hokkaido ist ja auch ein bisschen süßlich. Man schmeckt den Hartweizengrieß, finde ich, sehr deutlich. Von der Nudel selbst. Und innen hat man so ein bisschen auch was Fruchtiges, was dann wohl auch von dem Kürbis kommt. Aber irgendwie muss ich auch immer so ein bisschen an Tomate denken. Aber irgendwie riecht es auch nach Tomate. Von Gewürzen her eher so zurückhaltend. Merkt man jetzt nicht so viel, dass irgendwie so Butter und Ricotta drin verarbeitet ist. Finde ich, merkt man jetzt nicht. Das ist so ein bisschen cremig halt innen drin, so ein bisschen voll. Und man hat jetzt hier keinen Ricotta-Käse-Geschmack. Aber mit dem Kürbis ist gut, wobei ich finde, man kriegt jetzt hier auch nicht volle Kanne Kürbis ab oder sowas. Also es ist eher so ein bisschen dezent. Eine schöne Idee, wobei ich finde, sie hätten so ein bisschen das Thema Kürbis so ein bisschen mehr pushen können, dass es einfach ein bisschen intensiver ist und gerne so ein bisschen Parmesan noch rein. Vielleicht war aber auch, ich weiß es gerade gar nicht. Aber mach mal wieder gute Pasta. Ich weiß es nicht, packen 250 Gramm. Ich glaube 2,99 oder 3,49 so um den Dreh. Ist nicht verkehrt. Sieht schön aus. Huhu, leuchtet im Dunkeln. Ihr könnt eure Bude mit dem Müll dekorieren. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Und ich bin dann weg. Ich esse jetzt mein Mittagessen und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.